Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo und herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Hallo Tom. Hallo Dustin, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir schauen uns heute mal die Logistikbranche an. Wir starten jetzt mit DHL. Das heißt, wir werden uns den deutschen Logistikkonzern einmal anschauen und zwar aus gutem Grunde. Und was die guten Gründe sind, ja, damit starten wir direkt einmal rein. Und zwar ist nämlich das Thema bei Logistikkonzernen ganz generell immer, dass die auch sehr, sehr abhängig sind von der weltwirtschaftlichen Konjunktur. Und wir haben die letzten Male sehr oft darüber gesprochen, dass die Konjunktur ja etwas schwächelt, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auch global. Und diese globale Schwäche sieht man tatsächlich auch im Aktienkurs. Wenn man sich das hier mal anschaut, dann sieht man, das Hoch hatten wir ungefähr so im Juni 21. Wir hatten das Hoch nach der Zeit der Corona-Pandemie. Das hat nochmal einen extra Boost gegeben für diesen globalen Konjunkturanschub, für dann auch die globale Logistik. Besonderheit hier nochmal, wir hatten eine absolute Überkapazität, weil alles über digitale Wege liefern musste. Das heißt, alles lief darüber, dass wir Pakete versendet haben, dass wir Fracht zu Türen geliefert haben. Keiner ist mehr richtig in Stores gegangen. Natürlich sind auch die abhängig von der Logistik, aber es ist ein ganz anderes Volumen und ganz andere Preisstruktur, die in so einem globalen, ja, ich sage jetzt mal D2C, also vom Produzenten direkt zum Konsumenten, wenn man die Pakete also nach Hause geliefert bekommt, hat. Lange Rede, kurzer Sinn, das Hoch war hier, weil es halt diese ganze Dynamik gab. Danach großer Abschwung. Der Aktienkurs hat sich eigentlich halbiert, mehr als halbiert. Bewegt sich aber langsam wieder bergauf und verharrt hier gerade so einer Seitwärtsphase. Und man sieht das sehr schön, diese Zangenbewegung hier oben, dass sich hier potenziell zumindest ein Ausbruch in den nächsten Wochen anbahnt. Wenn man sich das Ganze mal mit ja, den wichtigsten Widerständen und Unterstützungen anschaut, dann hat man ungefähr dieses Bild hier. Das heißt, bis nach oben sind ungefähr so 45 Euro an Upside. Unten ja, sind es so 34 Euro ungefähr an Downside. Und was wir eigentlich genau besprechen, warum wir uns das genau heute angucken, ist das Thema so langsam, und das sehen wir gleich an ein paar Statistiken, ja, gibt es wieder ein bisschen positiveres Licht ganz global gesehen. Das hat mit den Zinsen zu tun. Wir haben heute wieder ein großes Zinsthema, das heißt Zinssenkungen, die die Konjunktur beleben sollen. Wir haben Konjunkturpakete sowohl in den USA als auch in China zum Beispiel. Und das Thema Konjunkturbelegung würde sich dann auch wieder in den Kursen der großen Logistikkonzerne widerspiegeln. Und wie es oftmals so ist, sobald die ersten Signale kommen, reagieren eigentlich auch die Kurse davon. Das heißt, oftmals ist es ganz sinnvoll, bei diesen Unternehmen zumindest antizyklisch draufzuschauen oder auch zu investieren und ob das eventuell sinnvoll ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn DHL ist nicht der einzige Konzern, globale Logistikkonzern, der dieses Verhaltensmuster zeigt. Ähnlich sehen wir es auch bei UPS und FedEx. Und damit haben wir auch eigentlich die drei größten Logistikkonzerne weltweit einmal abgebildet. Insbesondere natürlich in dem klassischeren Paketversandsegment. UPS auf Platz 1, DHL auf Platz 2, FedEx auf Platz 3. Und alle schwächeln so ein bisschen. Also alle hatten ihr Hoch mal so ungefähr im Juli 21. Und dann merkt man auch diese Symbiose oder diesen Gleichschritt dieser Unternehmen. Die sind halt sehr, sehr abhängig von der globalen Konjunktur. Einerseits vielleicht etwas negativ, ähnlich zu sehen wie bei den Rohstoffpreisen. Andererseits aber auch positiv, weil es halt tendenziell oftmals auch ein bisschen absehbar ist, wie sich diese Unternehmen entwickeln. Starten wir direkt einmal rein und starten direkt mit dem Thema, das wir gerade angesprochen haben, und zwar diesen Sonderkonjunkturzyklus, den wir ja insbesondere in den Jahren 21, 22 gesehen haben, nach der Pandemie oder am Ende der Pandemie, kann man sagen. Und der hat sich ganz deutlich dorthin ausgerichtet, dass es eine extrem profitable Zeit hier insbesondere für DHL war. Ja, wir haben es ja eben gerade schon so ein bisschen bei den Kursen gesehen. Dustin hat das Thema ja relativ schön und breit aufgemacht. Und wir sehen das jetzt hier nochmal an dem ROCE oder Return on Invested Capital der DHL Group aus den vergangenen Jahren. Wir sehen hier die Entwicklung von 2018 bis 2023, haben also hier in der Mitte tatsächlich genau die Corona-Pandemie mit den Lockdowns und den ja, logistischen Schwierigkeiten, die da auf die Logistikbetreiber zugekommen sind. Wir haben da natürlich dann auch gesehen, dass wir, hier ist die Corona-Pandemie 2021-22 eingeordnet. Ich würde aber fast sagen, 2020 gab es da tatsächlich schon die ersten Auswirkungen. Die sehen wir ja auch tatsächlich an dem Return on Invested Capital, das heißt den
Ertrag, den man an dem investierten Kapital gemacht hat. Wir haben hier eine Entwicklung von 11% auf 13,5% vor der Corona-Zeit. Dann sind wir 2020 in die Höhe geschossen, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir sind knapp auf 16%, hoch auf 24%. Dann ist das Ganze so ein bisschen abgeschwappt auf 21% und jetzt sind wir auf 15,5%, was mit Blick auf die vergangenen Quartale natürlich sehr niedrig aussieht. Wenn wir aber hier die langfristige Betrachtung heranziehen, sehen wir, dass wir doch noch über den Vor-Corona-Niveaus sind. Wir haben ähnliche Entwicklungen zum Beispiel auch bei den großen Reedereien gesehen, die auch eine Sonderkonjunktur haben. Und diese Sonderkonjunktur hier hat natürlich zum Hochschießen der Aktienkurse geführt, hat aber auch so ein bisschen Entwicklung vorweggenommen. Man sieht das hier sehr schön. Es hat eigentlich ein langfristig positives Ergebnis oder eine Verbesserung dieses Investmentergebnisses gegeben, hier am ruhig zu sehen. Und man sieht halt ganz gut, dass das hier einfach zwei besondere Jahre waren. Ist danach wieder etwas abebbt und das haben wir auch in den letzten Quartalsberichten gesehen. Aber, und das ist so der Kern, den man sich dahinter aussehen kann, diese Dynamik, die kommt halt immer wieder mal rein. Und das sieht man halt auch, wenn man sich die Konkurrenten einmal hier in verschiedenen KGVs anschaut. Also wir sehen, DHL, FedEx, UPS haben immer mal wieder diesen Wandel, immer mal wieder diese Schwankungen von niedrigen zu hohen KGVs. Kommt halt an der, ja, ich würde nicht sagen Flexibilität, an der Dynamik der Gewinne, weil sie halt immer mal wieder stärker und schwächer sind. Und das einzige Unternehmen, was sich eigentlich noch relativ stabil hält im Verhältnis, ist hier DHL. Deutlich konstanter unterwegs, deutlich, man kann sagen, eigentlich absehbarer, wie sich das Unternehmen entwickelt, vielleicht auch deutlich konservativer, aber wir sehen trotz dessen, dass alle auf absoluten Tiefstniveaus sind, was so ihre KGVs der letzten 10 Jahre ungefähr betreffen. Das heißt, die Kurse sind zwar leicht zurückgekommen, aber die Ergebnisse haben trotzdem eigentlich angezogen und man sieht halt, ja, dass hier ein bisschen Pessimismus zumindest in der letzten Zeit geherrscht hat und diese KGVs auch auf niedrigen Niveaus sind und ähnliches sieht man tatsächlich auch beim Kursumsatzverhältnis. Alles niedrige Niveaus, alles keine sehr, sehr positiven oder übereuphorisierten Entwicklungen gerade, sondern eher etwas, wo man sagen könnte, wir sind rein bewertungstechnisch gerade auf sehr, sehr tiefen Niveaus unterwegs. Ja, ganz genau. Lass bei einem Markt, der wächst, Tom, bei einem Markt, der wächst, niedrige KGVs, was ist da los? Was ist da los? Ja, ein Markt, der wächst. Erstmal zoomen wir natürlich erstmal einen Blick zu raus, schauen uns erstmal an, was für einen Markt schauen wir uns an. Wir sind im Global Logistics Markt, also den globalen Logistik, in der globalen Logistikbranche, in denen ja die drei Unternehmen, aber auch vor allem DHL aktiv ist. Wir sehen hier einen CAGR von 7,2%. Vor allem wird dieser Markt halt getrieben durch die Expansion des Onlinehandels in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten und der Erwartung oder der steigenden Kundenerwartung an ja, immer schnellere, immer effizientere Lieferungen. Das sehen wir ja tatsächlich auch bei Anbietern wie Amazon. Same Day Delivery wird immer weiter ausgefahren. Besonders in den USA ist das ja wirklich in den großen Städten schon gang und gäbe, dass man tatsächlich seine Pakete am selben Tag bekommt. Wir sehen aber auch hier ein breit segmentierter Markt, also Logistikmarkt spricht tatsächlich alles an. Wir haben hier von Retail bis zu Nahrungsmittel, bis zu Healthcare-Produkten wird tatsächlich alles über die Logistiker abgewickelt. Ja, sie vernetzen so ein bisschen die globale Wirtschaft und gelten so ein bisschen als das Verteilersystem. Genau, man kann ganz langfristig sagen, der globale Handel wächst und das sieht man hier eigentlich nochmal ganz schön. Das globale GDP wächst seit langer, langer Zeit, natürlich immer wieder mit tieferen Ausschlägen auch nach unten. Hier sieht man hier wirklich mal seit 1840 die Entwicklung. Natürlich hatten wir die Phase der Weltkriege, was insbesondere natürlich auch der Wirtschaft, wir kennen das, Kriege tun der Wirtschaft niemals gut, zuzuschreiben ist. Danach sehen wir aber, wir haben seit langer Zeit halt eine positive Entwicklung, jetzt hier bis 2020, aber im Kern sieht man halt, eigentlich ist es ein Markt, der immer wächst und der wächst aus den Gründen immer weiter, dass wir halt alle globalen Systeme vernetzen und überall aktiv sind. Und wir kennen das, der eine Markt hebt meistens den anderen auf. Aber die globale Konjunktur spielt trotzdem eine Rolle. Und deshalb sprechen wir heute auch so oft darüber. Denn man muss ganz klar sagen, Logistiker hängen sehr daran, wie läuft einfach die Konjunktur. Wer viel konsumiert, bestellt viele Pakete. Wer viel konsumiert, der muss auch irgendwo die Produkte für die Konsumenten herbekommen. Das heißt, auch der Handel vom Unternehmen zu einem anderen Unternehmen nimmt dann signifikant, also ganz global nimmt das Ganze zu. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut hier seit 2019, dann ist hier wieder diese Sonderkonjunktur zu sehen, über die wir gerade gesprochen haben. Die ist hier deutlich zurückgegangen und man sieht aber hier, dass ja Q1, Q2
Q2 2024 schon so einen leichten Anstieg wieder zeigen. Und das sieht man eigentlich global bei allen Unternehmen. FedEx, UPS waren ein bisschen zu optimistisch, könnte man sagen. Dort hat man sich mehr versprochen, mehr Wachstum versprochen. DHL war wieder ein bisschen konservativer, hat jetzt eher den Ausblick nochmal angehoben. Gucken wir uns gleich nochmal an. Aber ganz grundsätzlich sehen wir, dass halt so langsam wieder in so ein Momentum kommt, wo die Weltwirtschaft wieder wächst. Und das ist auch das, ja, was wirklich abseits vielleicht von Europa und USA auch der Fall ist. Also hier mal wirklich auf das globale GDP ja, geblickt, kann man sagen. Und da sieht man in Rot die Advanced, also die Industrieländer. Wir sehen quasi China nochmal als eigene Parameter und die Emerging Markets noch dazu. Und wir sehen auch hier, jetzt so die Talsohle ist so langsam global gesehen eigentlich durchschritten. Und das hängt genau an diesen Themen zusammen, über die wir gesprochen haben. Also wir haben einen neuen Konjunkturzyklus, der sich so langsam zumindest anbahnt. Wir haben Sonderkonjunkturen, weshalb wir grundsätzlich vielleicht nicht in dem absoluten Tief sind. Wir haben zum Beispiel die KI-Chips, die Technologien rund um das Thema ja, KI. Aber wir haben halt auch Zinsraten, die wieder sinken. Das heißt, wir haben grundsätzlich dadurch eine Belebung der Konjunktur. Wir haben Konjunkturpakete, wir haben Infrastrukturpakete und all das führt halt dazu, dass ja, das globale GDP wieder steigt und wir eher in einen Rhythmus kommen, wo diese Konzerne vielleicht auch wieder profitieren können. Denn man darf nicht vergessen, wir haben es gerade eben schon gesagt, DHL ist kein kleines Unternehmen. Man ist global vernetzt, die Nummer zwei als globaler Logistiker. Und das sieht man genau in diesem Bild hier. Also man ist nicht in Deutschland nur aktiv, sondern wirklich ein absolut globales Unternehmen. Ja, das ist ja so ein bisschen immer die Fehleinschätzung. Das Unternehmen hat sich ja jetzt gerade jüngst in die DHL Group umbenannt. Vorher war es ja tatsächlich die Deutsche Post AG, wo man dann nochmal so ein bisschen mehr erwarten würde, dass wir hier tatsächlich um einen deutschen, über einen deutschen Logistiker sprechen. Wir sehen aber jetzt hier an der, ja, an der Grafik, die das Expressnetzwerk des Unternehmens zeigt, ganz schön, dass wir tatsächlich in allen großen, wichtigen Wirtschaftsräumen stark aktiv sind, starke Logistiknetzwerke haben über Flugzeug, über Schifffahrt und über Automobil. Das heißt am Ende LKWs, die tatsächlich Pakete und Leistung transportieren, sehen wir ja ein global aufgestelltes Unternehmen. Und das ist ein Unternehmen, was sich ja schon ein bisschen gewandelt hat in der letzten Zeit. Also wir wissen alle, wo die Deutsche Post ursprünglich mehr herkommt. Wir kennen auch die Themen Deutsche Bahn, Deutsche Telekom. So weit will ich jetzt nicht zurückgehen. Aber man sieht ganz grundsätzlich, das Unternehmen hat schon einen Wandel durchgemacht. Und das ist am Ende jetzt damit gemündet, dass man auch ja, DHL Group, kann man so sagen, heißt. Hier ist es nochmal so kurz zusammengefasst. Wichtig ist eigentlich in dem Kern, und wir haben vorher darüber so ein bisschen gesprochen, ja, Logistik ist doch eigentlich gleich Logistik. Ja. Im Kern kann man aber sagen, ist das nicht unbedingt der Fall, denn natürlich ist DHL das größte Unternehmen und deswegen kommen die meisten auch am ehesten mit DHL in Kontakt. Wenn man sich aber mal ganz grundsätzlich fragt, und das ist jetzt hier der deutsche Teil, welche Unternehmen oder welche Paketdienste, welche Logistiker finden Sie eigentlich am besten, dann sticht DHL quasi sowohl beim Versender als auch beim Empfangenden eigentlich ja oben aus. Also man sieht es hier oben, DHL beides mal auf Platz 1, Amazon erst auf Platz 2, FedEx, UPS, ja Deutsche Post ist jetzt hier ein Synonym, kann man fast sagen. Aber ganz grundsätzlich sieht man, dass man doch überall die Nase eigentlich vorne hat und dementsprechend auch einfach ein gutes Produkt bietet. Und dieses gute Produkt führt halt auch dazu, und das ist das, was wir jetzt im Snapshot sehen, dass man sich trotz der Schwächephase eigentlich relativ solide, kann man sagen, entwickelt. Wenn man mal so ein bisschen auf ein paar Parameter schaut, dann sieht man, wir haben ein Unternehmen, das 5% Dividende zahlt, ungefähr 45 Milliarden Euro wert ist, im Quartal 20,6 Milliarden Euro Umsatz macht, natürlich ein sehr niedrigmargiges Geschäft betreibt. Logistik ist nun mal ein Geschäft, wo man ja viel, viel Kosten hat, viel Volumen abdecken muss. Das heißt, wir haben eine Profitmarge aktuell von 4%. Die ist auch deutlich zurückgekommen, auch der Gewinn ist deutlich zurückgekommen. Und relativ einfach ist das auch zu erklären, denn wir haben nun mal das Thema, ja, dass die Frachtraten bei einem nicht so hohen Bedarf deutlich niedriger sind. Das sehen wir im Flugverkehr, das sehen wir auch bei den Reedereien und das sieht man halt generell auch bei den Logistikkonzernen. Denn wenn einfach ja, weniger Bedarf da ist, weniger Nachfrage da ist, kann ich die Preise nicht so sehr anziehen. Klassische, kann man sagen, Makroökonomie. Und im Kern muss man sagen, es ist aber trotzdem so, dass wir über die Jahre es geschafft haben, die Umsätze weiter zu steigern. Das heißt, wir operieren nicht mehr so profitabel, aber die Umsätze, die ziehen weiter an. Und ja, mittlerweile kann man sagen, sind wir auf so einem flachen Level angekommen. Nichtsdestotrotz 15% ja, verloren in diesem Jahr. Und
glaube, die Unterseite, die ist auch hier ziemlich beständig, ungefähr bei 35 Euro. Ja, ganz genau. Und wir sehen jetzt halt in den letzten Jahren, wie du es schon so ein bisschen beschrieben hast, so die Abschwächung der Sonderkonjunktur, die Konsolidierungsphase, besonders auch des Kurses, der Umsätze und auch der Gewinne. Jetzt zuletzt natürlich das starke Vergleichsquartal noch im Vorjahr, wo die Frachtraten noch deutlich höher waren, als wir sie jetzt im Moment sehen, sodass wir hier natürlich im Gewinn, in der Profitmarge, aber auch in der Grossmarge ein bisschen zurückgekommen sind. Trotzdem haben wir ein profitables Geschäft. Also wir haben die Umsatzerlöse hier einmal heruntergebrochen, also vom Umsatz quasi zum Ergebnis. Und was man ganz klassisch sehen muss, ist, der Umsatz, ja, der ist weiter gewachsen, aber wir haben immer noch erhebliche Kosten im Thema Personal, im Thema Material. Da ist DHL nicht alleine auf der Welt unterwegs, sondern wir sehen generell steigende Kosten, auch natürlich getrieben durch die Inflation. Wir haben generell auch hohe Abschreibungen bei solchen Unternehmen, aber ja, im Kern eigentlich ein positives Ergebnis, und 805 Millionen sind jetzt auch nicht gerade wenig, auch wenn wir diese Sonderkonjunktur haben, und insbesondere aus dem Grund, weil sich dieses Ergebnis natürlich auch sehr viele verschiedene Bereiche unterteilt. Die einen profitieren stärker vielleicht von dem künftigen Aufschwung, die anderen vielleicht weniger stark. Man sieht das hier sehr, sehr schön aufgestellt. Also man sieht einmal hier den Expressbereich. Also das, was wir gerade eben als Netzwerk gesehen haben, wo wird, ist die Möglichkeit, quasi schnell Pakete von A nach B zu verschicken. Das wird meistens über den Flugverkehr, zumindest international, gesteuert, oder über Sondertransporte auch national. Dann haben wir auch hier einen globalen Frachtverkehr, also Luftfahrt, Seefahrt, und natürlich den klassischen Zug, Bahn, und auch die LKWs. Thema Supply Chain, das ist eher so das Management von neuen Lösungen. Dann haben wir den E-Commerce-Bereich und ja, natürlich noch das klassische Post- und Paket-Deutschland-Geschäft. Und da sieht man aber, das macht nur 20% aus. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, in Deutschland läuft es ja irgendwie nicht ganz so gut, hier erholt sich die Konjunktur vielleicht nicht ganz so gut, dann ist das richtig, dann ist das aber nicht das Kerngeschäft halt von DHL, denn es macht nur einen kleinen Teil aus. Wir wissen, Post muss trotzdem verschickt werden, so ein hochbürokratisches Land, wie wir sind, kriegen wir immer noch alle sehr, sehr viel Briefe und Post in unsere Briefkästen. Und man fragt sich nicht umsonst des Öfteren, könnte das nicht auch digitaler laufen? Aber auf der anderen Seite haben wir halt einen großen Teil des Konzerns, der sich mit anderen Bereichen beschäftigt. Und diese anderen Bereiche und insbesondere dieser Expressbereich, der war halt sehr, sehr stark auch unter Druck. Und das sind jetzt trotzdem hier mal die Ergebnisse. Denn da gibt es einen deutlichen Unterschied, kann man sagen, in der Profitabilität. Hier kann man nämlich viel machen. Das ist ein exklusiver Service, also der Expressbereich. Und das sieht man auch hier, liefert einen Großteil des Ergebnisses immer noch, obwohl er 24% zurückgekommen ist. Und das liegt halt genau daran, ja, dass man eigentlich sagen kann, da kann man echt Geld verdienen, weil das ist ein hochqualitativer Service, den kann nicht jeder anbieten. Während eine klassische Paketverschiffung vielleicht doch irgendwie noch funktioniert, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger und kommt nicht ganz so pünktlich an. Was ganz spannend ist, ist der rechte Bereich hier. Das ist nämlich der Post- und Paketservice-Bereich, und der, ja, der entwickelt sich positiv, und der entwickelt sich nämlich genau dann positiv, wenn wir alle zu hören bekommen, ja, die Gebühren für die Post, die erhöhen sich jetzt pro Brief von vielleicht 70 auf 80, 80 auf 90, auch bald auf 1 Euro. Ja, und dann macht man hier quasi konstante Schritte nach oben. Viel Upside ist nicht da, aber es ist halt ein Stabilitätsfaktor, muss man sagen. Ganz genau. Vor allem sieht man hier jetzt ganz schön, und wir haben es ja eben gerade schon gesehen an der Grafik, die das dann erklärt hatte, dass wir halt ein sehr breites, diversifiziertes Geschäft haben. Wir haben jetzt hier auf der anderen Seite, auf der ganz rechten Seite, das Deutschlandgeschäft, das Post- und Paket-Deutschlandgeschäft, was trotz, ja, der globalen Schwierigkeiten der Wirtschaftskonjunktur, die so ein bisschen brach liegt gerade, will ich mal sagen, doch ein positives Ergebnis im EBITDA gesehen. Wir haben auf der anderen Seite Express und Global Forward Freight gesehen, was dann tatsächlich die Logistikdienstleistungen des Unternehmens sind. Express nochmal, ja, wie der Name schon sagt, wirklich Expresslieferung, die on point geliefert werden. Und da haben wir jetzt zuletzt wirklich einen fast schon Einbruch gesehen im EBITDA, was natürlich auch, ja, damit zusammenhängt, dass die Frachtraten deutlich zurückgekommen sind. Franz ist kein Fan von DHL. Ich lasse das jetzt mal so stehen, Franz. Ich glaube, wir haben alle eigene Erfahrungen teilweise mit Versanddienstleistern gemacht. Ich habe auch nicht nur positive gemacht, das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, aber ganz grundsätzlich zeigt sich, dass die Kundenzufriedenheit bei DHL ganz übergreifend sehr positiv ist. Und das haben die Statistiken gerade eben gezeigt. Und das zeigt sich tatsächlich auch in der Loyalität der Kunden. Denn es gibt ja immer wieder neue, die versuchen halt Teilbereiche hier auch zu übernehmen. Und man sieht trotzdem halt, dass sich DHL als Marktführer weiter durchsetzen kann. Wenn man so ein bisschen auf ein paar Besonderheiten schaut, dann sieht man genau hier eigentlich das Thema, was wir am Anfang in der Umsatz- im Vergleich zur Gewinnentwicklung gesehen haben. Das heißt,
Das Volumen, das nimmt zu, die Umsätze, die nehmen tendenziell auch eigentlich zu, aber ja, die Preise, die sind einfach nicht mehr so positiv. Das heißt, die Nachfrage nach diesen Entwicklungen, die ist etwas negativer und das führt dann am Ende dazu, dass man vielleicht gerade nicht auf dem Umsatz ja die gleichen Gewinne erzielen kann. Ja, ganz genau. Gut, eigentlich relativ gut zusammengefasst. Wir haben hier auf der rechten Seite so ein bisschen die Zusammenfassung, dass es trotzdem noch Anspannung im globalen Markt gibt. Wir haben das im Nahen Osten gesehen. Wir haben den asiatischen Markt gesehen, der jetzt konjunkturell etwas Schwäche hat, sehen aber tatsächlich auch, dass die Frachtraten ja zuletzt doch wieder angestiegen sind. Wir sehen hier jetzt mal als Beispiel die Frachtraten von Ostasien in die USA, die aber so ein bisschen eigentlich widerspiegeln, was in der ganz gesamten Logistikbranche über die letzten ja, 5 bis 8 Jahre los war. Man sieht hier eigentlich sehr schön diese Zyklik so ein bisschen abgebildet. Also absolutes Hoch 2022, 2021, das Tief, was danach kam. Jetzt zieht das Ganze wieder ein bisschen an, weil die Konjunktur auch wieder etwas anzieht. Die Frage ist, wie weit geht es? Wenn man auf ein paar fundamentale Daten noch schaut, dann sieht man auch hier natürlich diesen Sprung in der Dividendenhistorie von DHL. Also hier wurde man auch deutlich stärker ausgeschüttet. Seitdem, ja, hält sich es eigentlich relativ konstant. Auf die lange Zeit hat man trotzdem eigentlich ein sehr positives Wachstum. Auch die Ratios sehen eigentlich noch relativ positiv aus. Und DHL in dem Falle ist etwas positiv auch gestimmt für, ja, kann man sagen, das zweite Halbjahr, beziehungsweise dann auch für das Gesamtjahr 2024. Denn man sagt insbesondere hier unten, dass man daran glaubt, dass sich das makroökonomische Umfeld positiver entwickelt. Und man hat eigentlich auch mehr oder weniger gesagt, diese Entwicklung, die wir im ersten Halbjahr 2024 gesehen haben, die haben wir auch so erwartet, wurde auch so geforecastet, kann man sagen. Deswegen gab es ja auch keine großen Überraschungen. Aber dort hat man genau gesehen, es gab halt nicht diesen Aufschwung, sondern eher einen Rückgang. Nun sieht man eine leichte Erholung, noch nicht auf der ganz breiten Fläche, aber man glaubt daran, dass das im zweiten Halbjahr jetzt langsam in Schwung kommen wird. Hier ist das Ganze ja nochmal so ein bisschen zusammengefasst auf der Pro- und Kontra-Seite, also indem wir sagen, wir haben den Marktführer. Global wächst die Digitalisierung, der E-Commerce-Bereich wächst. Das ist definitiv etwas, was dem Unternehmen helfen wird. Wir haben eine Konjunktur, die jetzt gerade in einem Wendepunkt sich auch befindet, zumindest global gesehen. Auf der Kontraseite ist die Frage natürlich, ja, wann kommt diese Erholung? Wann geht es denn weiter? Geopolitische Risiken, Tom, die sind auch immer wieder ein großes, großes Thema. Wir wissen, Handelskriege oder auch sonstige Kriege spielen dem Ganzen natürlich auch negativ bei. Ja, und wir haben auch eine gewisse Abhängigkeit einfach von dieser Konjunktur. Im Vergleich, und das ist ja ein bisschen der Einleitung zu heute Nachmittag, haben wir ja noch andere Konzerne, die vielleicht für den einen oder anderen spannender sind. Ganz grundsätzlich ist DHL zwar auf einem absoluten Tiefpunkt, aber andere Unternehmen sind insbesondere vielleicht noch stärker, insbesondere von ihren Bewertungen zurückgekommen. Und das bei einem boomenden Markt eigentlich, oder boomenden Aktienmarkt, den wir in den USA sehen. Man sieht das hier, wie gesagt, nochmal in den KGVs, also sowohl FedEx als auch UPS hatten schon mal deutlich höhere Bewertungen. Bei UPS zieht es auch so langsam wieder an. FedEx hält sich noch relativ flach. Und die Entwicklung sieht man eigentlich bei diesen Unternehmen auch genauso, ja, auf Umsatz- und Gewinnbasis. Denn hier sieht man halt, ja, wie es sich eigentlich relativ seitwärts verhält und wir nicht mehr diesen starken Anschub der Wachstumsraten der letzten Jahre eigentlich hatten, sowohl bei UPS nicht als auch bei FedEx. Also wir sehen hier ja ein leichtes Abflachen, eher so eine Seitwärtsbewegung beim Umsatz die Aktie und das sehen wir auch hier beim Gewinn je Aktie. Also man grundsätzlich sehen wir einfach viel mehr Bewegung und viel weniger hohe Ergebnisse am Ende daraus. Wenn man sich die Prognosen der Unternehmen anschaut, dann sind die auch deutlich euphorischer gewesen, bewegen sich jetzt und deswegen sind hier diese gelben Pfeile eher in so einer nur noch leichten Wachstumsphase. Das heißt, die Unternehmen glauben hier eigentlich auch ähnlich zu sehen wie bei DHL an dieses leichte Wachstum, was bald kommt. Man war aber euphorischer, ist eher wieder so ein bisschen pessimistischer. Wie es das genau bedeutet, das schauen wir uns heute Nachmittag nochmal an. Wir haben noch ein, zwei andere Logistikunternehmen dabei, die nicht so klassische Logistik machen, sondern eher in die Richtung modernere Technologisierung gehen. Das machen wir heute Nachmittag. Nächste Woche gibt es dann wieder ein Market Roundup. Und dann sprechen wir nochmal ein bisschen über Versicherung. Und nach dieser Woche wird das Ganze so ein bisschen technologischer mit dem Start, ja, in den November rein. Vielen Dank, Tom. Bis Vielen dahin. Dank dir, vielen Dank Tschüss. euch. Bis zum nächsten Mal.